Guten Nachmittag. Mir hat es keine Ruhe gelassen. Und zwar, ich habe eine Notstromversorgung. Ja, alles ganz gut und schön, einen starken Generator. Ich gehe dann auf alle Komponenten ein. Aber wenn das Ding nachts läuft, dann ist das relativ laut und das zieht Ratten an, sagte mein Bekannter treffenderweise. Ja, jetzt müsste das Ding schön leise laufen. Und da habe ich mich nach diesen USVs umgeguckt und ja, die haben alle so 7 Amperestunden, vielleicht 10 Amperestunden, das ist nichts. Da kommt nichts bei rum. Die laufen nicht lange. Das ist mal, um einen PC kontrolliert runterzufahren oder einen Router zu betreiben oder. Aber nur eben kleine Leistung kann man da entnehmen. Und vor allem nicht lange. Und so habe ich mich auf die Suche gemacht und auch einige oder sagen wir sehr viele Varianten durchgespielt. Und zwar geht es mir um Folgendes. Ich möchte, dass meine Heizung still, so um die 15, 20 Stunden läuft, still läuft, die Ölheizung. Und dass der Generator nur am Tag läuft und dann eine Batterie auflädt. Ich gehe hier auf diesen ganzen Schaltplan nochmal ein. Das ist kein besonderer Schaltplan, das geht hier ums Prinzip. Aber was viel wichtiger ist, ich könnte ja auch sagen, naja, der Dieselgenerator, der hat 7,5 Kilowatt. Damit kann ich mindestens das ganze Haus in Gang halten. Aber ich habe es deswegen gemacht, damit er schöne Reserven hat, damit er nicht arg an der Last läuft, wenn ich mal einen E-Herd einschalten möchte oder solche Sachen. Und dann habe ich mir gesagt, ja, schön, alles schön und gut. Ich kann auch eine riesengroße Anlage einsetzen, einen riesendicken Inverter und das alles laufen lassen. Aber was ist, wenn ein Inverter ausfällt? Zweitens ist so ein Rieseninverter sauteuer, die Riesenbatterie dafür sauteuer und. Das sind alles so Dinge. Und jetzt mal im Falle eines Betriebes, wenn ein einzelner Betrieb zum Beispiel wichtige Anlagen laufen hat und der Motor eines Fließbandes darf nicht stehen bleiben, beziehungsweise soll kontrolliert zum Stillstand kommen oder irgendeine andere Anlage, die erstmal wenigstens noch 3, 4 Stunden laufen muss oder 10 Stunden laufen muss und dann kontrolliert runtergefahren werden kann, damit es keine Schäden gibt. Da bietet sich's an, jede einzelne Anlage, jeden einzelnen wichtigen Teil des Betriebes mit einer kleineren USV zu versorgen. Und eine USV, nicht bloß so eine Pillepalle, sondern wenn, dann, und ich habe bei mir nur 1200 Wattstunden angenommen, also 12 Volt mal 100 Amperestunden sind 1200 Wattstunden. Oder, und jetzt nochmal zu einem alten Video, ich kann ja auch durch parallele Schaltung, auf das Video muss ich nicht verlinken, das kann man in meinem Kanal suchen, durch Parallelschaltung und dann Reihenschaltung zum Beispiel 180 Amperestunden darstellen, indem ich dreimal 60 Amperestunden Batterien parallel schalte und dann alles in Reihe schalte, also diese einzelnen Gruppen, auf dass ich dann 36 Volt habe oder auf 48 Volt noch eine Gruppe in Reihe und so weiter und so fort. Gut. Also, jetzt kommen wir zum Schaltbild. Schaltbild als solches kann man gar nicht sagen. Ich habe hier, also zum Beispiel, damit mir bei Frost, denn wir springen ja auch in den Pool, wenn es kalt ist, damit mir bei Frost nicht der Pool einfriert, läuft der Motor. Aber mit so einer USV, ich habe jetzt hier bloß Inverter rangeschrieben und ein Batteriesymbol, fertig, aus Ende. Achtung, ohne ATS, ATS gehe ich auch noch drauf ein. Das ist so eine automatische Umschaltung. Das heißt also, hier habe ich mein Netz. Über den Sicherungskasten werden zum Beispiel Rollladenmotoren betrieben, Beleuchtung betrieben, Steckdosen für irgendwas und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt sage, naja gut, ohne ATS, was mache ich? Ja, dann habe ich ein bisschen Zeit, dann läuft der schon mal weiter. Von ganz alleine. Und wenn ich diesen Inverter hier angeschlossen habe, läuft der schon mal weiter und versorgt meinen Rest hier irgendwas. Beleuchtung oder Tralala, Kleinigkeiten, Kühlschränke und so weiter, versorgt der erstmal in aller Ruhe weiter. Und das Gleiche habe ich mit der Heizung gemacht. Im Prinzip immer das Gleiche. Angeschlossen ans Netz, diese USV, Inverter plus Batterie, versorgt alles und die Heizung bleibt an. Ohne Stillstand. Mit ATS, also das ist so ein Automatic Transfer Switch, glaube ich, heißt es. Das ist nichts anderes als wenn das Netz ausfällt, diese ATS-Box das registriert und sagt, okay, ich lasse sofort den Generator an. Dann mache ich es natürlich anders. Was heißt anders? Dann lasse ich alles soweit angeschlossen. Dann läuft das alles ganz schick über den Sicherungskasten wieder, wobei das Netz ja ausgefallen und abgestellt ist.
ATS schaltet um, Generator versorgt alles und so weiter und so fort. Aber deshalb habe ich hier gestrichelte Linien, damit ich das notfalls mal umstecken kann und notfalls mal austauschen kann. Man weiß nie, wie lange solche Dinger hier halten. Also kann ich doch in aller Ruhe sagen, naja, dann tausche ich es eben aus und was auch immer. Man bleibt ein bisschen flexibel. Das ist kein Hexenwerk. Hier zum Generator. Ich habe mir den mal gekauft. 2005, am 15. September 2021. Mensch, das ist ja schon wieder ein Jahr her. Es gibt noch andere Dieselgeneratoren. Ich habe ihn damals für knapp 2.000 € bekommen. Jetzt gucken wir uns ähnliche Leistungsklassen an. Ähnlich. Ähnlich, ne? Die sind schon schweineteuer geworden, aber es schadet nicht, das Ding zu haben. Die ATS-Box, die gibt es auch schon nicht mehr bei Amazon direkt, aber die ATS-Box gibt es auf jeden Fall noch auf anderen Webseiten. Das ist also nicht das Problem. Ich habe hier mal ganz kurz geguckt. ATS. Erstens, die Generatoren sehen alle gleich aus und die sind auch gleich. Da habe ich auch lange genug recherchiert und hier eine ATS-Box zum Beispiel von generatorgermany.com und so weiter. Das ist die gleiche, die ich habe zum Beispiel. Gut, lässt sich also alles machen. Und jetzt kommen wir zu der Mini-Notstromversorgung. Das hat echt lange gedauert, bis ich dieses Luder gefunden habe. Dieses und ein anderes, ich gehe gleich drauf ein. Ich habe es schon angeschlossen, funktioniert wunderbar. Habe mal probeweise ein Netz rausgezogen. Also man sieht hier auch schön, was passiert. Habe die Netzversorgung rausgezogen, dann gab der brav Gas, gar kein Problem und hat die Heizung weiterhin versorgt. Ich habe die Heizung also auch noch extra mit Vorbrennen und Vorlüften und Glühen, wie das da alles heißt, laufen lassen, gar kein Problem. 1200 Watt ist die Nennleistung, Spitze mal schnell 2000 Voltampere. Müssen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Die Batterie, die habe ich zu Anfang, habe ich mir diese gekauft, für 449 Euro. Nicht 500 oder 499, sondern das. Die hatte soweit gute Bewertungen. Und dann habe ich eine Weile recherchiert und habe gemerkt, dass die alle vom gleichen Hersteller kommen und man die labeln kann. Wenn man auf Alibaba mal nachguckt, sieht man das auch. Genauso diese Geräte. Alles nur aus China. Naja, und mein Gott, die machen es eben. Andere machen es nicht. Die könnten es und machen es trotzdem nicht. Diese Box, die habe ich mir noch gekauft, weil die mehr kann. 1600 Watt. Kostet allerdings auch wieder ein Stückchen mehr. Und in der Spitze mal 3000 Volt Ampere. Naja. Gut. Und Überraschung, als ich dann eine Weile, man muss wirklich echt lange gucken, als ich dann eine Weile geguckt habe, habe ich die gleiche Batterie gefunden, allerdings nur für 419 Euro. Kann man alles machen, muss man nicht, schadet nicht, denke ich. Aber worauf kommt es mir an? Nochmal, die Grundidee ist folgende. Warum riesige Inverter, also Notstromversorgungen kaufen, die schweineteuer sind und wenn sie alleine ausfallen, dann wirklich alles steht? Oder die wichtigsten Dinge, zum Beispiel bei uns ist die Heizung, grundsätzlich mit einem kleineren Inverter betreiben, also mit einer USV. Ich sage lieber Inverter, es ist besser, Inverter mit Batterie dran, der auch automatisch umschaltet, macht er auch ganz brav innerhalb von 4 Millisekunden und so weiter und so fort. Jetzt fragt man sich, ja, wie lange dauert denn das, wie lange hält das? Und da habe ich im Prospekt nachgeguckt, ist ein schönes, also eine Betriebsanleitung ist ein schönes Beispiel. Mit 150 Watt Belastung und einer 100 Amperestunden Batterie, wohlgemerkt, wenn man diese Lithium-Ferrum, also Lithium-Eisen, Oxid-Batterien kauft, die kann man schon ziemlich tief entladen und da kann man auch wirklich, naja, sagen wir mindestens 80 Amperestunden entnehmen. Dieses Beispiel haben die vorgerechnet, macht also dabei bei 150 Watt Belastung 6,5 Stunden. Oder bei mir habe ich gesagt, okay, meistens läuft die Pumpe, also die Umwälzpumpe, 60 Watt bei 100 Amperestunden wäre ideal 20 Stunden Laufzeit. Ich weiß, kurzzeitig müssen 300 Watt aufgebracht werden, weil schließlich die Heizung auch mal irgendwie selber heizen muss, also der Brenner mit dem ganzen Kram vorglühen und so weiter. Dann sind es 300 Watt, also sagen wir mal, 10 Stunden komme ich auf jeden Fall hin. Das, ne? Das ist alles ideal gerechnet, nur bei geringer Belastung. Jo, an sich ist da nichts weiter dabei. Man liest sich alles durch, ist ein bisschen entsprechend vorsichtig, aber passieren kann da nichts weiter. Also es läuft wie Teufel. Ich bleibe nochmal, Grundidee, viele kleinere und man hat Ruhe. Die wichtigsten Punkte in einem Betrieb zum Beispiel zu versorgen ist, in meinen Augen sicherer mit kleinen Anlagen zu machen und auch günstiger mit kleinen Anlagen zu machen. Es stirbt keiner, wenn mal das Licht
komplett ausfällt, weil wenn man das ahnt, dass der Stromausfall sowieso noch über uns hereinbricht, dann hat man entsprechende Lampen parat. Und da sowieso alles jetzt mittlerweile hoffentlich in LED umgerüstet wurde, das heißt hoffentlich, ich finde Glühlicht schöner, aber ist egal, könnte man auch nur einen Inverter nur für die Beleuchtung nehmen. Ne? Einfach mal zusammenzählen, wie viel die wichtigsten Lampen brauchen im Betrieb, beziehungsweise zu Hause, und man hat die ganze Zeit Licht. So oder so, ich hoffe, es hat ein bisschen geholfen, die ganze Sache mal von der Seite zu betrachten. Ach so, und warum ich solche 12-Volt-Batterien genommen habe, na, damit ich auch mit dem Auto weiterkomme, notfalls. Jetzt, ich weiß, diese Lithium, ich sage mal Li-FePO, diese Akkus, ja, die haben ein kleines bisschen andere Kennlinie und so weiter. Und auch da habe ich mich belesen, man kann sie ganz eiskalt mit dem Auto gut betreiben, ohne dass man gleich befürchten muss, an der nächsten Ecke stehen zu bleiben. Vielleicht halten sie nicht ewig, dadurch, dass sie eben nicht ganz ideal mit einem extra Ladegerät geladen werden. Aber da sich die Ladeverhalten und Entladen Ladeverhalten vor allem ganz stark mit den Bleiakkus gleichen, kann man das ruhig mal machen und man stirbt nicht dran. Jedenfalls ist das meine Lösung, es muss nicht jeder nachmachen, aber ich denke, das ist ein Gedankenanstoß wert. So, also, ich sage immer gerne, Leute, bildet euch, denn durch Bildung hat man Wissen und Wissen kombinieren heißt Denken. Ohne Wissen kein Denken. Na dann, macht was, aber macht's gut. Tschüss, tschüss.